dastehst und sagst, Gott, interessiert doch mich nicht, ob da 50 oder 100 Menschen da sind. Die Fernsehkameras hinter, die fangen an, mit dem Licht aufzublinken. Und dann ist man so, jetzt sind wir live im Fernsehen. Dann geht's los. Also wir laufen auf die Bühne, so wie wir es jetzt gemacht haben. Probieren wir es mal auf der Seite. Komm mal zu mir so. Ganz zu mir. So. Herzlich willkommen hier auf der Zauberbühne. Sehr gut. Ole, du willst mir beim Zauber helfen? Warst du schon mal beim Zauber? Noch gar nicht. Du warst schon mal bei mir. Das freut mich natürlich umso mehr. Wenn so Wiederholungstäter da sind, ist natürlich umso besser. Dann versuchen wir mal gemeinsam ein Zauberkunststück zu machen. Das heißt, zeig mal deine Handfläche vor. Die ist sauber, ihr dürft die Hand vielleicht auch nochmal zeigen. Dreh dich mal ganz kurz um zum Publikum. Also mit dem Rücken zum Publikum. Ich gehe mit meiner freien Hand unter dein T-Shirt. Acht. Seht ihr meine Handfläche da unter? Nicht sehen, aber halt einfach die sieht da unten. Okay. Eure Zauberstäbe nach oben nehmen. Ole, bist du startklar? Okay, der Zaubertrick heißt wieder Simsalabim, Trick auch hin. Eins, zwei, drei. Wenn ich jetzt mit meinem. Schau mal zu mir rüber. Hey, durch, T-Shirt, durch. Was da passiert? Kannst du mir bitte nach der Show verraten, wie du zu meinem Seitenpunkt gekommen bist? Achtung, wir kontrollieren mal ganz kurz, ob dieses T-Shirt ganz ist. Da ist gar nichts drin. Ich nehme meine Hand da nicht dran. Ich nehme meine Hand wieder raus. Das T-Shirt ist komplett ganz. Du brauchst keine Angst haben. Dreh dich um. Verbeuge dich beim Publikum und du hast schon mal einen Daumen nach draußen.